Ich habe eine Mission erstellt für die Rheinlandkarte. Der Startflughafen ist Rheine, hier für die Messerschmitt 262. Ich stelle jetzt hier Frankfurt mal vor, weil die Mission gibt es sowohl für die Messerschmitt 262 wie für die D9 und K4. Deswegen Frankfurt und hier Brüssel als Betankungsstation. Den Frankfurter Flughafen musste ich rausnehmen, weil ich, also für die Messerschmitt 262, weil ich in Frankfurt nicht starten kann. Ich kann zwar landen, das funktioniert, das werden wir auch gleich noch sehen, aber ich kann da leider nicht starten. Aber für K4 und D9 geht's. Hier mal gezeigt, das ist also quasi der LKW, der mich auftankt, da muss ich ein bisschen ran, aber ich habe den Radius für euch jetzt auch ein bisschen größer gemacht, dass man nicht zu nah ranfahren war. In dem Moment war das noch 10 Meter. Eins muss man auch so ein bisschen im Blick haben, das sind die Vorratsanzeigen für vorne und hinten. Da unten die beiden Messinstrumente. Und man hat eben oben an der Skala auch gesehen, dass bei 600 Litern pumpt die automatisch um die Messerschmitt 262. Das ist so ungefähr auf der Höhe etwas hinter Bonn. Und wenn man sich jetzt hier unten die beiden Vorratsanzeigen anschaut, dann sieht man auch, wie da langsam die Anzeige wieder steigt. Das macht bei IL-2 die Routine ganz alleine, da muss ich mich nicht drum kümmern, ich muss da nichts umpumpen. Wie gesagt, so um die 600 Liter herum fängt dieser Vorgang an und wenn man hier drauf achtet, dann sieht man unten in den beiden Instrumenten, dass zum Beispiel das rechte Instrument schon fast wieder auf 100% steht. So, das ist hier Frankfurt, fliege ich an und wie gesagt, mit der Landung, das funktioniert in Frankfurt mit der Messerschmitt 262, das ist kein Problem und auch das Betanken selber funktioniert in Frankfurt. Das ist auch kein Problem, also man muss so ein bisschen an den LKW ran. Und leider, wie gesagt, der Start funktioniert nicht, weil wenn die Maschine vollgetankt ist mit diesen 2500 Litern, die da drin sind, dann komme ich nicht mehr über die Baumwipfel. Ich bin jetzt hier an den LKW mal rangefahren. Wie gesagt, da in den Missionen hatte ich den Radius noch sehr niedrig eingestellt. Das war, glaube ich, 30 Meter oder sowas um den Dreh. Da musste man schon sehr nah ranfahren. An den LKW, Motor aus, klar, das dauert auch einen Moment, bis diese Routine bei der Messerschmitt 262, bis die abgefahren ist. Also nicht wundern, wenn ihr dann hier unten, ne, Start, Stopp, Refueling, das ist Ride Control und F gedrückt, aber es dauert wirklich einen Moment, bis der Befehl greift, weil die Maschinen, die Triebwerke, die müssen wirklich beide ausgelaufen sein und richtig abgeschaltet sein und dann dauert das noch einen Moment, also ich sag mal so, vielleicht 2, 3 Minuten. Und dann sieht man hier auch, wenn ich dann Right Control und F drücke, dann fängt der auch mit der Betankung an und füllt die Maschine wieder komplett auf. Und dann kann ich wieder starten. Alles ist wunderbar. Und dann kann ich auch rüber bis Brüssel fliegen. Ist kein Problem. So, hier jetzt mal gezeigt, das ist der Start in Frankfurt gewesen. Und ich komme einfach nicht über die Bäume drüber. Ich habe wirklich die Maschine bis zum letzten Millimeter hinten geparkt. Aber es ging nicht. Brüssel funktioniert. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen in Brüssel, dann halt, wenn ihr nach Brüssel rüber wollt und fliegt wirklich in gerader Linie runter nach Frankfurt und dreht dann Richtung Westen, also Richtung Brüssel, könnt ihr die Ardennen nicht komplett abfliegen. Ihr müsst dann so ein bisschen in einem geraden Kurs nach Brüssel rauf, weil sonst der Sprit nicht reicht. Also der ist dann irgendwann wirklich zwischendrin dann Ende, wenn ihr gerade Linie durch die Ardennen und dann halt Richtung Norden raufzieht. Wie gesagt, das ist Brüssel hier, das funktioniert auch einwandfrei. In der ganzen Mission selber habe ich Bomber eingefügt. Wir haben verschiedene Startorte. Das ist einmal so oben Seeland, da die Ecke, also von Middelburg kommend, einmal von Antwerpen kommend. Und die kreuzen, also die fliegen im geraden Kurs halt über Deutschland drüber. Das ist so Pi mal Daumen, so Linie Braunschweig-Berlin oder sowas. Und dann fliegen die irgendwann hinten halt auch aus der Karte raus. Die habe ich eingefügt. Man kann jetzt also nicht nur einfach so über die Karte fliegen, sondern man kann auch mal auf Höhe gehen und gucken, ob man die halt findet, ob man diese anfliegenden Maschinen findet und dann vielleicht auch attackieren. Dass man einfach mal so ein bisschen, ja, eine Möglichkeit hat, da oben was zu machen und auf Sicht zu fliegen und halt eben auch diese Schwärme dann zu finden. Und wie gesagt, das sind 2x3 B25 und dann habe ich noch 10 Havocs, also A20, dann noch eingefügt, die da über die Karte drüber fliegen und so, dass man halt ein bisschen auf Sicht gucken kann, findet man sie und so weiter und so fort. Ja, das Ganze ist gedacht so ein bisschen als eine Mischung aus Free Flight über die ganze Karte und mit vielleicht halt selbstgewählte Aufgaben, mal zu gucken, finde ich die am Himmel und so weiter und so fort. Wie gesagt, das gilt für die Messerschmitt 262, D9 und K4, die drei Missionen. Ich werde die P38 werde ich auch noch machen.
So, in diesem Sinne, wir sehen uns hier auf dem Channel. Tschüss, bis zum nächsten Movie.